Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Und heute haben wir eine ganz extrem wichtige Sendung für Sie vorbereitet und bitte bleiben Sie dran. Es geht einfach darum, was ist ein gesunder Sport und was ist er nicht mehr? Wann ist es für einen Hobbysportler oder Berufssportler sogar gesundheitsschädigend, seinen Sport auszuüben und was kann er tun, dass es doch noch gesund bleibt? Das sind so wichtige Dinge, die ich heute mit jemandem bespreche, der sich einerseits mit Elektronen, also aus der Physik auskennt und auf der anderen Seite auch Mediziner ist. Also er kann uns genau erzählen und erklären, was da drin in unseren Muskeln passiert, wann es sogar krebsförderlich sein kann, speziell auch Entzündungen und Schmerzen geben kann und was daraus alles entsteht. Also bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, und jetzt darf ich Ihnen den Arzt vorstellen. Das ist nämlich der Dr. Med Henning Sartor, ein FX-Meyer-Arzt. Ganz herzlich willkommen, lieber Henning. Vielen Dank. Danke, dass wir dieses extrem wichtige Thema ansprechen dürfen. Du hast mir in einer anderen Sendung erklärt, dass sobald wir zu hoch gehen mit unserem Puls, was aber sehr individuell sein kann, dass die Zelle vom aeroben Bereich in den anaeroben Bereich switcht. Und der anaerobe Bereich ist ein Bereich, wo noch ohne Sauerstoff die Zelle noch den Zucker verbrennt, um Energie zur Verfügung zu stellen. Aber dieser Stoffwechsel ist eigentlich der gleiche Vergärungsprozess wie in einer Krebszelle. Richtig, ja. Wir haben also beim Zucker zwei verschiedene Möglichkeiten, den Zucker zu verwerten in unseren Zellen. Die eine Möglichkeit ist, dass er mit Sauerstoff in die Mitochondrien geht und dort verbrannt wird. Das ist tatsächlich der Begriff Verbrennung. Mhm. Dort ist das Endergebnis aus der Verbrennung, man sagt auch rußfrei, in dem Fall laktatfrei. Und zwar das Endergebnis ist CO2, also Kohlendioxid und Wasser. Das ist also die optimale Verbrennung. Dann gibt es den zweiten Bereich, dass eben wenn eine Sauerstoffschuld, also ein Mangel an Sauerstoff in der Zelle vorhanden ist, ein relativer, dann wandert eben dieser Zucker nicht in die Mitochondrien, sondern bleibt im Zytosol, also in der Zelle liegen, dort wo die Zelle ihr Zellinneres hat mit der Flüssigkeit und den Organellen. Dort wird dieser Zucker aber nicht verbrannt eben mit Sauerstoff, sondern vergoren. Deshalb unterscheiden wir die Verbrennung von Zucker und die Vergärung von Zucker in der Zelle. Mhm. Und das Endergebnis der Vergärung ist eben das Laktat oder Milchsäure. Und diese Milchsäure, die ist eine Säure und als Säure verätzt sie, so wie wenn man einen Tropfen Zitronensaft in eine Milch gibt, dann weiß jeder, dass die Milch gerinnt. Und diese Veränderung der Proteine, das ist das Schädigende, nicht nur in der Zelle, sondern auch in der Zellmembran und auch außerhalb der Zelle, wo zum Beispiel die Rezeptoren an den Boten Signalelemente stecken. Und alles das wird so genannt, man sagt auch denaturiert, das heißt in der Struktur verändert und dann auf einmal ist die Funktion kaputt. Und das bis hin in die Zellkern ist ein Schaden, der also aus dem Laktat in der Zelle entsteht. Deshalb wird die Zelle krank. Das ist fürchterlich. Das müsste man effektiv eigentlich im Schulunterricht schon hören, wo man ja auch die jungen Kinder nimmt und sagt, so, jetzt wirst du 2 oder 5 Kilometer gejoggt mit Peitsche voran und derjenige, der unter 10 Minuten das nicht schafft, muss nochmals gehen und. Das ist ja eigentlich schon, das grenzt ja an Körperverletzung, oder? Ja, zumindest dann, wenn man das hinterher nicht ausgleicht. Aber das wissen wir auch wieder nicht. Wir haben keine Ahnung, wie ein Ausgleich stattfindet als Amateur. Wir haben nie gehört. Und ich glaube, auch viele Profisportler haben keine Ahnung davon. Ja, es gibt in der Sportwissenschaft oder Sportmedizin gibt es zwei Zustände, die man alternativ verwenden kann. Und die haben beide ihre Existenzberechtigung und auch ein ganz bestimmtes Verhältnis zueinander. Nämlich eben diesen Ausdauerbereich
Und der sogenannte hochintensive Bereich, HIT wird das auch abgekürzt, hochintensives Training. Mhm. Und dieses HIT, manche sagen auch HIIT mit Intervall noch dazwischen. Also ja, Intervalle ist gut, aber da muss eben dazwischen, muss es eben einen aeroben Stoffwechsel geben, damit das Laktat auch wieder runterkommen kann. Und wir brauchen diesen Zustand des intensiven Trainings, um die Muskulaturmasse zu erhalten. Deshalb einen gewissen Anteil in der Woche muss man in dieser Form schon trainieren, um eben die Muskulatur zu erhalten. Also wenn ich jetzt joggen würde und normalerweise mein Puls oben rausschießt und dann sage so, jetzt mache ich 5 Minuten joggen, 2 Minuten spazieren, dann kommt ja der Puls wieder runter in den aeroben Bereich drin. Ich habe wieder genügend Sauerstoff. Der Sauerstoff neutralisiert wieder dieses Laktat, die Milchsäure, und dann kann ich wieder joggen. Gebe die Reize und gleich aus. Ja, das ist eine sehr gute Idee, weil in dieser Zeit, wo man im niedrigen Intensitätsbereich, nämlich aerob, dann sich bewegt, geht tatsächlich der Laktatspiegel ja erstens nicht mehr nach oben, sondern das Laktat, was da gerade vorhanden ist, wird dann in der Zelle, in der Muskelzelle, vor allem im Herzmuskel, tatsächlich verbrannt oder verwertet und abgebaut. So gibt es also Abbauenzyme und Mechanismen im Körper, wo das Laktat eben tatsächlich abgebaut wird. Und jetzt kommt es darauf an, wie weit komme ich dann wieder runter mit dem Laktat in dieser gewissen Pausezeit, während dieser Einheiten. Dazu muss man am besten richtige Messungen machen auf dem Laufband oder auf dem Standvelo oder Ergometer, wo man sieht, was passiert mit diesem Laktatspiegel und wie reagiert der Puls. Weil unterwegs hat man ja nur die Pulsuhr dabei. Und da sollte man sich also den Laktatspiegel mit dem Puls korrelieren. Also da muss man wirklich einmal zu einem Spezialisten gehen, zu einem Arzt, der das kann, damit ich individuell weiß, wann stellt meine Zelle auf anaerob um. Bei welchem Puls? Genau, und zwar gibt es da durchaus auch kleine Geräte, die so ähnlich funktionieren wie ein Blutzuckermessgerät, sodass man in der ambitionierte Breitensportler oder auch Profis, die sollten eigentlich so ein Gerät dabei haben, irgendwo zu Hause, und dann direkt nach dem Training oder auch zwischendrin mal ab und zu einen kleinen Pieks, einen Tropfen Blut entnehmen, am besten aus dem Ohrläppchen, wo dann man das Laktat bestimmt und das Ganze dann mit dem Puls korreliert, damit man immer genau weiß, in welcher Zone trainiere ich denn jetzt wohl? Okay, und das im ganzen Körper überall gleich, wenn man das Blut nimmt, um diesen Laktat zu messen? Nicht ganz, weil deshalb nehmen wir das im Ohrläppchen ab. Ja? Mhm. Und zwar, weil das zwischen Fingerbeere und Ohrläppchen durchaus Differenzen gibt. Die Fingerkuppen sind also wesentlich weniger gut durchblutet als das Ohrläppchen. Deshalb, es sollte schon eine Stelle sein, wo man es entnimmt, die auch wirklich sehr gut durchblutet ist. Am besten möglichst Körperkern nahe, also in der Nähe des Herzens, wenn es geht. Ja, nicht mit der Nadel da. nein, es muss Kapillarblut sein, gut, was man über die Haut irgendwo einen kleinen Pieks macht, am besten eben also Ohrläppchen. Ne? Mhm. Da macht man nichts kaputt. Gut. Also jetzt haben wir das mal ganz klar zusammengefasst, dass man wichtig das messen sollte. Dann hast du mir in deiner ersten Sendung auch gesagt, ich habe es vorne nochmals wiederholt, aber da tauchen wir nochmals rein, wenn wir übertreiben längere Zeit, dann müssen wir auch noch uns ausrollen lassen. Dem Körper die Zeit geben, so viel Sauerstoff aufzunehmen, wie nur möglich. Hey, eine Sauerstoffflasche wäre auch cool, oder? Ja, also es geht bei dem Sauerstoff inhalieren, das kann man im weitesten Sinne machen, aber beim Sport hat man eine gute Sättigung
des Blutes mit Sauerstoff. Also das Limitierende ist nicht die Lunge oder das Blut, sondern der Transport zwischen Blut und Zelle. Ach, da kommt sie nicht mehr hinterher, weil die Leistung zu hoch abgefragt wird. Genau, also die Zelle verbraucht eigentlich mehr Sauerstoff oder will mehr Sauerstoff verbrauchen, als das Blut anliefern kann, nicht die Lunge. Gut. Also man kann durch Sauerstoff atmen Bringt die Leistung nichts. Normalerweise gar nicht verbessern. Sondern der limitierende Faktor ist die Durchblutung oder eben die Kapazität der sogenannten roten Blutkörperchen, des Hämoglobins, den Sauerstoff an die Zelle oder ins Gewebe und dann in die Zelle abzugeben. Gut, dann mache ich jetzt noch meinen Satz fertig. Die Leute haben Sport gemacht, sie haben total übertrieben. Jetzt einfach wirklich eine halbe Stunde so spazieren gehen, dass der Puls richtig tief runtergeht, sodass jetzt genügend Zeit da ist, dass die Lunge das Blut genügend Sauerstoff in die Zelle transportieren kann, um diesen vorhandenen Laktat abzubauen. Mit dem Ergebnis kein Muskelkater und ein durchaus gutes Körperempfinden. Man fühlt sich wohl. Das Richtig. Ist Gesundheitsprävention. Genauso sollte es sein. Jedenfalls so, dass der Körper am Ende das ganze Laktat auch wirklich abgebaut hat. Dieser Reiz des Laktats für den Muskelaufbau, den braucht man ab und zu, also eine hochintensive Einheit in der Woche. Aber im Durchschnitt kommt es sehr viel mehr darauf an, die aeroben Enzyme, den aeroben Stoffwechsel zu trainieren, damit man im Durchschnitt der Woche, auch wenn man dann sitzt, im Büro sitzt zum Beispiel, dass man da möglichst wenig Laktat in dem Gewebe hat, weil dieses dauernde hohes Laktat, das macht nach Warburg diesen Krebseffekt. Also das ist onkologisch ein krebsfördernder Zustand. Ja. Aber niemand informiert einen darüber. Weißt du, das sind so wertvolle Gesundheitspräventionsmaßnahmen. Alles Mögliche wird uns in diesen Zeiten aufdoktriert und gesagt, wie wir uns zu schützen hätten. Aber Dinge wie das, was ja eigentlich in der Summe so viele Menschen betrifft, da hören wir nie was, gar nie was. Und nach dem Training sollte man auch wieder, das Laktat eine Säure ist und gleichzeitig mit dem Laktat auch der sogenannte oxidative Stress, nämlich die freien Radikalen, nach oben gehen. Das hat Bailey sehr gut nachgewiesen in einer Studie, wo er gezeigt hat, dass Laktat immer auch mit dem oxidativen Stress einhergeht. Und dieses Phänomen, dass nämlich ja bei der Überbelastung der Muskulatur eben diese Elektronen, die negativen Ladungen in Säure oder freie Radikale umgewandelt werden. Die Energie geht ja nicht verloren, aber aus den Elektronen werden eben andere Energieformen und die mangelt es eben. Und am Ende ist die Säure und viel Laktat und viel Sauerstoffradikale. Deshalb soll man nach oder vielleicht sogar vor und nach dem Sport sehr viele sogenannte elektronenhaltige Nahrung zu sich nehmen. Das sind die sogenannten Superfoods, was auch in Vitaminen und frischer Pflanzenkost vorhanden ist. Du hast mir da heute noch bilateral oben einen Namen genannt, eines Superfoods. Wie hieß der schon wieder und weshalb hast du den erwähnt? Ja, es gibt eine Firma, die eben aus dem Sportbereich stammt, auch die sehr viele Sportler betreut. Das Produkt heißt Zellpure geschrieben, mit C vorne. Und das ist also ein Präparat, was eben sehr wenig oder gar keine Kohlenhydrate enthält, um eben den Fettverbrennungsstoffwechsel zu fördern. Aber eben mit diesen sogenannten Superfoods, nämlich mit sehr vielen elektronenhaltigen Pflanzenstoffen, die einen sogenannten hohen ORAC-Wert haben, was ja die Kapazität der Antioxidation bezeichnet. Ich kenne dieses Produkt, ich habe es schon oft getrunken, aber am Schluss habe ich angefangen, mein Essen noch kurz dieses darüber zu streuen. Dachte ich esse viel lieber, als dass ich trinke. Geht beim Kochvorgang von solchen Superfoods was kaputt an Elektronen? Ja, einmal die Zeit der Lagerung
von frischem Gemüse über den Prozessweg, wie es haltbar gemacht wird und auch der Lagerung und dann auch noch der Verarbeitung, bis es dann man wirklich eins zu sich nimmt. Das ist ein Weg, wo sehr viele Elektronen verloren gehen. Mhm. Es gibt aber, deshalb heißen sie auch Superfoods, weil sie eben auch super in der Lage sind, diese Elektronen stabil in sich zu halten und eben nicht gleich zu oxidieren, wenn sie an die Luft kommen. Ja, Sauerstoff kann ja diese Dinge oxidieren, mhm, damit diese Elektronen sozusagen verbrauchen. Aber es ist eben möglich, das halbwegs stabil zu halten. Und solange das trocken ist, das ist ja ein Pulver, und solange es trocken ist, ist das relativ stabil. Gut, wenn es trocken ist. Und wenn ich jetzt das mache und dann übers Essen noch ein bisschen MCT-Öl reingebe, das müsste ja auch in diesem ganzen Fettstoffwechsel auch noch eine wertvolle Rolle spielen. Oder wie ist das jetzt genau? Ja, also wir haben eben den Unterschied, wenn man also ein niedriges Laktat haben will, das ist unser Ziel, mhm, im Durchschnitt der Woche jedenfalls. Das Laktat muss runter, sonst hat man einen Krebseffekt, ja, einen krebsfördernden Effekt. Also Ziel ist immer Laktat niedrig. Und das erreicht man dadurch, dass man auch die Kohlenhydratzufuhr niedrig ansetzt, weil daraus entsteht ja das Laktat im, ja, ungünstigen Fall. Wenn man jetzt also satt werden will, dann muss man eben nicht Kohlenhydrate überwiegend, sondern eben überwiegend Fette zuführen, die dann aber eben nicht Laktat bilden können im Stoffwechsel, sondern einfach verbrannt werden zu guter Energie. Man ist also satt, man hat also auch genug Energie zugeführt, aber man hat kein Laktat. Und das ist der gute Effekt einer sogenannten ketogenen Ernährung, was man im Leistungssport nicht alleine nur machen kann, aber im Breitensport ist der überwiegende Anteil in der ketogenen Ernährung, nämlich niedriges Glucose, niedriges Insulin und niedriges Laktat, das ist der gesündeste Stoffwechsel für die Zelle. Und da spielen dann diese MCTs, am besten die Caprylsäure, die ja nur aus C8-Atomen besteht, mhm, die auch nur einmal geschnitten werden muss. Dann hat man zwei Vierer-Stücke und die heißen ja dann Buttersäure oder Keton. Und diese Ketone, die sind in der Zelle wie Zucker, nur dass sie eben kein Laktat machen können. Das ist eine sehr gute Ernährung, wenn der Pegel an Elektronen, mhm, dazukommt. Mhm. Wenn ich jetzt den Umkehrschluss mache und sage, jeder Zuschauer, der jetzt nicht gesund ist, müsste eigentlich verhindern, mit allem, was er tut, irgendwie Laktat zu bilden. Ganz richtig. Also einmal sagt das der Arzt dem Patienten? Lieber Patient, Sie bilden mir bitte kein Laktat. Sie gehen ganz langsam spazieren, Sie joggen nicht, Sie machen keinen Sport. Sie müssen einfach unterhalb von 100 Puls bleiben oder sowas. Also ich kenne nur wenige Ärzte, die das empfehlen. Leider hat sich das in der Sportmedizin nicht so richtig rumgesprochen. Man empfiehlt viel mehr dieses HIT, also intensives Training, auch nach Herzinfarkten und so weiter, was sehr, sehr, sehr kritisch ist aus meiner Sicht. Aber die Erfahrung lehrt eben, dass man eben einen wirklich niedrigen Laktatspiegel braucht und damit auch niedrige freie oxidative Radikale. Und das kann man nur erreichen, indem man überwiegend im aeroben Bereich trainiert und auch noch die Antioxidantien und Basen zuführt, nämlich über reifes, gutes Superfood-Gemüse. Mhm. Also entweder ganz frisch oder eben so ein Superfood-Pulver, wo alles drin ist, zusammen mit dem MCT, wo das C8 ist, diese Caprylsäure drin ist, dann tut man sich sehr viel Gutes. Genau. Und das Trainingsmuster, da hast du recht, das Trainingsmuster sollte überwiegend in einem intervallartigen, ganz niedrig dosierten Trainingszustand sein, weil dann werden diese aeroben Mechanismen in der Zelle so auftrainiert, epigenetisch werden die schön hervorgeholt aus der Zelle. Und man hat am Ende des ganzen Trainings und der Woche und des Monats oder des Jahres hat man im Durchschnitt dieser ganzen Zeit einen ganz niedrigen Laktatspiegel, was eben dann vor Krebs schützt. Und deine Frage war ja, was macht man therapeutisch? Jawohl,
Ich empfehle jedem Patienten, der entweder eine chronische Stoffwechselerkrankung, man nennt das metabolisches Syndrom, also Bluthochdruck, Diabetes oder solche Erkrankungen, auch Rheuma, chronisch entzündliche Dinge oder auch Anfänge von Krebsstadien oder irgendwas hat, wobei nicht jeder Krebs da so gut drauf anspricht, aber jeder Mensch, der irgendwie eine Art von nicht ganz ausbalancierter Gesundheit hat, sollte diesen aeroben, niedrigen Laktatspiegel trainieren. Punkt. Das ist extremst wichtig gerade gewesen. Bleiben wir aber noch mal schnell, was wir unserem Körper sonst noch Gutes tun können, wenn wir schon bei diesem Laktat sind oder bei einem Elektronenzufuhr. Ich mache einfach immer so ein pauschales Bild. Der menschliche Körper ist eine Batterie und wenn sie genügend Elektronen hat, ist sie gesund. Und je leerer die Batterien wird, desto langsamer werden unsere Prozesse. Entzündungen, Schmerzen, Krankheiten sind die Folge bis hin zum Tod. Leere Batterie ist klar, das ist der Zelltod. Wie reagiert der Körper, wenn man morgens früh aufsteht und kalt duscht? Ja, diese Kältereize, die haben vor allem Durchblutungseffekte natürlich, weil erstmal im akuten Moment, wo die Kälte kommt, machen die Blutgefäße einmal zu an der Haut außen und dann machen sie hinterher umso weiter wieder auf. Das nennt man reaktive Hyperämie, also vermehrte Durchblutung nach der Kälte. Dann wird nämlich viel mehr Sauerstoff in die Zelle gebracht und dadurch, dass eben am Anfang dieser Reiz war, wenig Durchblutung und dann aber sehr viel mehr Durchblutung, in dem Moment kommt tatsächlich so viel Sauerstoff in die Zelle, wie sonst im ganzen Tag nicht wiederkommt. Und dieser Moment, der ist eben ein sauerstoffreicher Moment, wo dann die Zelle so richtig aufatmet, sprichwörtlich, nämlich richtig viel Sauerstoff bekommt und eben diesen Laktatspiegel auch aus der Nacht und so weiter sehr schön herunternimmt und dadurch, weil ja viel Sauerstoff da ist, sehr viel Energie im Sinne von ATP in der Zelle entstehen kann. Heißt aber auch, wenn ich jetzt übertrieben Sport mache, dass ich dann vielleicht wirklich mal 2, 3, 4, 5 Minuten eiskalt dusche, würde ja auch dazu führen, dass sich das Laktat massiv abbaut. Genau, aber eben dann erstmal in dem ersten Moment ist es diese Verengung der Haut und der Muskulatur, wenn man kalt genug duscht, ist die Durchblutung ja erstmal vermindert. Aber auch eben der Stoffwechsel in der Zelle. Man stoppt also die Laktatproduktion, was man im Sportbereich als Nachbrennen der Muskulatur bezeichnet. Ja. Und dieses Nachbrennen wird durch die Kälte gestoppt. Anschließend wird aber wieder eben diese verbesserte Durchblutung gewährleistet. Und dadurch kommt so viel Sauerstoff wieder hinein, dass das Laktat besser abgebaut werden kann. Ich dachte mal, irgendwo gelesen zu haben, dazu was über Kneipp, dass Kaltduschen eigentlich eine Art eine Basenflut auslöst. Aber es ist es eigentlich gar nicht. Sondern es ist eigentlich eine Sauerstoffflut für die Zelle, die dann mögliche Übersäuerungskomponenten hilft abzubauen. Sehr gut, genau so ist es. Und einen wichtigen Passus hat aber Kneipp vielleicht doch erkannt, nämlich, dass in gleichzeitig mit dem Sauerstoff und dieser verbesserten Durchblutung kommen natürlich auch die im Körper noch vorhandenen Superfood-Reserven, nämlich die Elektronen, besser in die Zelle. Durch diese Hyperämie, also verbesserte Durchblutung. Es kommen also diese basischen Elemente, die der Körper hat in dem Moment, die kommen besser in die Zelle. Insofern hatte Kneipp dann doch recht. Ist eigentlich schon erstaunlich, dass man so wenig über Säure und Basen diskutiert und redet und eigentlich das Gleichgewicht zwischen diesen Zweien so entscheidend ist für unsere Gesundheit. Ja, also einerseits muss der Körper den ganzen Tag eigentlich immer wieder Elektronenzufuhr bekommen. Und zwar eben entweder über die Haut oder über die Atmung. Es gibt auch Gase, also wie zum Beispiel HHO. Da gibt es also aufgeladenes Wasser, was man einatmen kann. Und dann nimmt das schon auch Elektronen auf
oder eben basische Getränke oder eben diese Superfoods, sodass der Körper regelmäßig reichlich Elektronen angeboten bekommt. Und dann ist nicht nur der Darm sehr gesund mit der ganzen Flora, sondern auch eben der Stoffwechsel und der Laktatspiegel und der Insulinspiegel und damit auch der HbA1, nämlich der Langzeitzucker, ist dann sehr niedrig. Mhm. Nochmals ganz kurz, also wenn ich barfuß draußen in der Natur, in der Wiese meine Füße habe, dann nehme ich auch Elektronen auf über die Fußsohlen. Ja, die statische Elektrizität, so sagt man dann, wird ausgeglichen, indem man die Haut direkt mit der Erde in Verbindung bringt. Das nennt man Earthing oder Grounding. Ja? Und dieser Ausgleich zwischen der Erde und uns in der sogenannten statischen Elektrizität ist immer wieder wichtig, weil eben unser Körper im Laufe der Energie, der Wärmeproduktion, auch der Bewegung eben eine sogenannte positive Ladung aufbaut, die Elektronen also verbraucht werden oder umgewandelt werden in andere Energieformen. Und das wird dann durch die Erde besser ausgeglichen, wenn man mit nackten Füßen auf der Erde steht. Aber wenn ich eine übermäßige Laktatproduktion habe, wird es das jetzt nicht ausgleichen, durch barfuß in der Erde zu stehen? Das ist ein wichtiger Punkt, weil Laktat, die Milchsäure, ist ein Molekül, was zunächst mal im Gewebe liegen bleibt. Mhm. Deshalb spricht man zunächst von einer Zellübersäuerung und dann auch von einer Gewebsübersäuerung. Und man kann im Gegensatz zum CO2, was man ja abatmen kann, das Laktat eben nicht abatmen. Und das bleibt dann liegen, wenn wir zu wenig Durchblutung haben oder zu wenig Elektronenausgleich. Dann bleibt das einfach im Gewebe liegen als Säure und macht dann die ganze Zeit eben diese Säurewirkung. Und dann tun einem so die Muskeln die ganze Zeit ein bisschen weh, weil es ist ein Prozess über mehrere Tage, bis sich diese Säure wieder abbaut. He? Ja, einmal der Muskelkater hat damit zu tun, das ist nicht das ganze Thema Muskelkater, da gibt es noch ein paar andere Elemente, die dazu kommen müssen beim Muskelkater, aber das geht dann über die chronische Übersäuerung des Gewebes, geht das hin bis zu Rheuma oder der sogenannten Fibromyalgie, das ist das, was du meinst. Ja. Dann kommt mir nur noch in den Sinn, dass wir im Wald oder am Wasserfall sehr viel negativ geladene Ionen haben. Das müsste ja wahrscheinlich dann auch die kräftige Luft sein, Sauerstoff sein, die unserem Körper noch deutlich mehr hilft zu entsäuern, oder? Ganz richtig. Es gibt also tatsächlich in der Luft ganz andere andere Verhältnisse in der Stadt als im Wald. Die Waldluft hat nicht nur die Terpene der Bäume, sondern auch Quellwasser hat eben diese Elektronen aus dem Erdreich gespeichert und ist meistens in einer Art Clusterfunktion. Und diese sogenannte hexagonale Version oder auch Struktur. Die Struktur des Wassers, ja, kann also diese Elektronen auch in gewisser Weise speichern, so ähnlich wie Omega-3-Fettsäuren auch. Also fassen wir zusammen, barfuß zu laufen, mal in der Natur, im Wald zu gehen, mit guter Luft einzuatmen, sind wichtige Bestandteile in einem ausgewogenen Sportalltag, wo man nicht übertreibt. Eins, zweimal in der Woche übertreiben ist okay für die Muskulaturerhaltung. Aber wenn man das gemacht hat, dann ist es wichtig, auch Superfoods zu sich zu nehmen, auszugleichen über Mineralien, zusammen mit diesem C8, MCT-Öl, wo uns mehr Ketonkörper produziert, Ketone produziert, im Fettstoffwechsel wieder reinkommen, Laktat geht runter. Habe ich das alles richtig verstanden jetzt? Ich glaube schon. Ja, sehr gut. Und einfach nicht übertreiben, die restlichen Tage, wenn man Sport macht, nicht in den anaeroben Bereich gehen, sondern immer im aeroben Bereich bleiben. Weil da habe ich immer genügend Sauerstoff und produziere keine Milchsäure. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. Und kranke Leute sollten eigentlich nur Sport machen in Absprache mit dem Arzt. Obwohl der das vielleicht wieder nicht weiß. Ja, also jedenfalls sollte dieser Arzt sehr gut informiert sein über den aeroben Stoffwechsel, nämlich möglichst wenig Laktat. Tja, aber das hat ja vor 1920 Warburg schon gesagt und dieses Wissen hat sich ja bis heute auch kaum verbreitet.
Die Forschungen sind stehen geblieben, nachdem er den Nobelpreis gekriegt hat für eine herausragende Wissenschaft, haben wir uns nicht mehr die Mühe gemacht, hier weiterzuarbeiten. Ja, es gibt einige Ärzte und Wissenschaftler, die das eben weiter erforscht haben, aber das stimmt schon, es hat sich nicht ausreichend herumgesprochen. Aber ich kann sagen, jede Krankheit kommt aus der Säure. Das stimmt im Wesentlichen immer noch, wobei man heute sagt, es ist die Säure, das ist eine positive Ladung und das ist identisch eigentlich physikalisch gesehen mit den sogenannten freien Radikalen. Ist ein Mangel. Ein Mangel an Elektronen eben. So, ja. Und dann ist die Batterie, neigt sich zum Ende. Genau. Und dann entsteht Krankheit. So ist es. Danke ganz herzlich, lieber Dr. Med Henning Sator. Das ist sowas von extrem wichtig und ich hoffe, dass Sie jetzt dabei geblieben sind bis zum Schluss und bitte teilen Sie auch diese Sendung weiter, auch an unsere jungen Menschen, die einfach vielleicht wirklich übermäßig viel Sport machen oder Leute, die es übertreiben. Man sollte diese Sendung echt wirklich sehen und wissen davon, dass man in der Eigenverantwortung steht. Man meint, man macht was Gutes und dann geht der Schuss wieder hinten raus und das sehe ich auch selbst an mir, weil ich das alles nicht wusste und durch Zufall in einem Buch gerade gelesen habe. Und deshalb ist das heute auch ein Thema geworden. Ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Sport, treiben Sie es locker und nicht zu aggressiv. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.